Wie gesagt, wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir da einfach irgendeinen PvE-Server gehen. Nicht Amsterdamnit, sondern was haben wir denn hier? Der Cologne PvE, da ist er doch. Wir joinen den Server. Geben einfach so einen Zweitcharakternamen. Namens Agone, der Name ist valid. Es wurde alles zurückgesetzt damals. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal kurz auf den Desktop. Und zwar habe ich vergessen. Ausrufezeichen Game. H1Z1. Das Ganze zu ändern. So, und dann joinen wir wieder. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ist mir jetzt nicht abgekackt, das wäre nämlich jetzt scheiße. Ne, scheint gut auszusehen. So, und da sind wir. Ach, hier guck mal einer an. Da ist der Nebeleffekt. Der fucking Nebeleffekt, da ist er doch. Aber für meinen Geschmack schon ein bisschen zu krass, würde ich sagen. Es hört sich auch an, als würde es regnen. Hier war nur eine Blueberry drinne. Natürlich auch schlecht. Was mich heißen kann. Ach nee, wir haben ja pro Gebüsch haben wir nur eine Blueberry. Stimmt ja. Hier sind es auf jeden Fall unsere Feinde, die Tiere und die Zombies, die hier umherirren. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nur drauf achten und schnellstmöglich irgendwelche Waffen zu besorgen. Boah, es ist für meinen Geschmack schon ein bisschen zu krass mit dem Nebel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So Regen nehme ich jetzt nicht wahr. Ich nehme auf jeden Fall Woodsticks. Das Survivors treuer Freund, so ungefähr. So, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie das Ganze hier leer bekommen. Map bleibt hier drin, die Woodsticks können auch hier rein, weil ich nämlich dieses T-Shirt hier schreddern will. Und mir dann praktisch einen Bogen zu bauen. Discover-Menü, wir brauchen das. Wir brauchen das. So, und Woodsticks kriegen wir dann auch die Pfeile zusammen. Die wir dann im Inventar haben. Zwei Pfeile. Wir müssen es noch ein bisschen mehr machen. Nimmst du gar nichts wahr? Alter Vater, wie sollst du dich denn jetzt hier zurechtfinden? Ich meine, es war ja vorher schon so schwer. Lorofu hat da irgendwie den Überblick. Unser eins ist hier umhergeirrt. Ich kann auf F, glaube ich, die Position anzeigen lassen. Genau. I9. Dann habe ich auf M die Karte. I9. Das wäre irgendwo hier. Irgendwo hier sind wir. Ich bin ein Hirschwurm. Okay, der hat den Pfeil drinne. Wir nur noch gucken, dass wir hier können wir noch zusätzlich machen. Das ist natürlich, naja. Das hört sich jetzt so an, als würden hier mehrere langlaufen. Keine Ahnung. Discreate könnte ich mir nachher auch mal angucken. Das war eigentlich auch eine Idee.
Jetzt fängst du mich schon an, 88% Energie. Das heißt, wir müssen definitiv gleich irgendwann ein Bett finden. Oh, Playerbasen. Und was für eine. Alter Vater, so aus dem Nichts taucht die auf einmal auf. Enter SS Code. 37114. Ich hab mich kaputt gelacht, wenn das Scheißding aufgegangen wäre. Also auf jeden Fall eine fette Playerbase hier. Boah, was die angebaut haben. Guck dir das mal an. Echt Wahnsinn. Aha, hey Tom Schniedel. Wer ist Tom Schniedel? Ist das der neue Eintags Volksmusikstar der Geschichte oder? Unpack. Scrap of Clothes habe ich immer noch ein paar. Die Brandes können wir droppen. Mehr Scrappers Clothes müssen wir gleich auch noch finden. Um uns praktisch mal so eine Umhängetasche craften zu können. Also ich sag mal so, der Nebeleffekt ist schon cool gemacht. Aber für mich ein bisschen too much. Also es ist zu viel. Ist immer J9. Marsch der Welt. Ja, müssen wir gucken, ob wir da lang müssen oder da lang. Ich habe keine Ahnung. Nö, Minzi, das ist normal bei dem. Der Hitzel, der sucht immer Zuneigung. Freundlich. Auf seine Art und Weise. Voldemort. Bin ich so der Harry Potter Fan, auch wenn ich so teilweise nach aussehe, aber Harry Potter ist so an mir vorbeigegangen. Definitiv. Die kann man nicht abbauen. Ah, hier haben wir Sticks. Sehr gut. Alle Sticks einpacken, 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 einpacken. €5 eine Nacht. Oh mein Gott. Muss ich alle 5 craften? 7 Wooden Arrows. Ja, es wird langsam Zeit, dass wir definitiv ein paar Häuser finden oder so. Für unsere ersten Rucksäcke. Wie gesagt, ich höre den Regen, aber ich sehe ihn nicht. Das Einzige, was ich jetzt hier wahrnehme, ist den Nebel. Ja, wenn man sich so umguckt. Aber das war's dann auch. Also was die Blitz dabei sein, Donner soll dabei sein. Also wirklich diese Wettereffekte im Großen und Ganzen. Er hat gesagt, 5 kanadische Dollar eine Nacht, ne? Wäre es aber wirklich billig. Aber momentan der Wechselkurs, der ist total im Keller, ey. Moin, Pioxis. Moin, moin. Ist das ein Player-generiertes Gebäude? Es sieht mir schwer danach aus. Okay, er hat auch einen Code. Oh, 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 oh. Wo sind wir hier? An der Straße. Und dann sehe ich im Nichts einfach so ein paar Gebäude mal. Da hinten brennt, glaube ich, ein Lagerfeuer.
Ist das irgendeine Tanke? Ah, das ist eine Tanke. Okay, krasser Scheiß. Mal ins Auto gucken. Okay, hier ist ein Radio. Scrap auf Close. Wir haben sie überall diese Spikes hingesetzt. A Scrap of Close. Das war's vorher. Ich habe gleich hier ein Auto. Hier ist nichts drin. Hier ist auf jeden Fall ein Player-Gebäude. Mal gucken mal hier rein. Wie gesagt, Scrap of Close ist momentan das, was wir am dringendsten brauchen, um erstmal so ein Umhängetäschchen zu bauen. Das essen wir direkt. Okay, sieht sehr gut aus, sehr gut. Ja, ich weiß, die ganzen Dinger kann ich kaputt hauen, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Ich einfach, dass hier noch irgendwelche wichtigen Sachen so rumliegen. Jetzt ist der Elche auch aufgewacht. Abend. Ich hab gesehen, dass du da bist. Oh Gott, da redet wer. Da reden Leute. Ich habe Angst. So, jetzt craften wir uns erstmal ein bisschen was. Discover. Basic Bandana. Nein, das will ich nicht. Setschild, da ist es doch. Crafting. Scheiße. Was fehlt denn da? Brauch 6 Stück. Wir haben insgesamt 5. Noch sage und schreibe, ein Setschild, ein Scrap of Clothes fehlt. Kaffee und Pizza. Auch eine gesunde Mischung. So, jetzt sind die natürlich auch schon hier gewesen. Ja, okay, die haben nicht alles gegessen. Alles mitgenommen. So, wir brauchen noch einmal Scrap. Och du Scheiße. Fällt das hier genauso an wie... Jetzt sehe ich den Regen. Jetzt sehe ich ganz feinen Regen. Strömender Regen. Das nimmt man wahrscheinlich im Stream gar nicht so wahr. Was können wir essen? Empty Bottle. Ja, ich könnte sie mitnehmen. Ne, wobei könnte ich gar nicht. Ist voll. Hier läuft irgendwo ein Wolf rum. Das gefällt mir gar nicht. Scrap of Clothes, da ist es doch. So, dann bauen wir uns jetzt mal unser Satchel. Genau. Ja, ich trinke dann ja nicht nur die Pizza. Ach, du trinkst nicht zur Pizza. Alles klar. Scrap of Clothes. Brauchst du auch irgendwie ein Shirt oder sowas? Was ist das denn hier? Das ist ja fast kaputt. Was ist das? Okay, das Radio, das können wir hier lassen. Das brauchen wir nicht. Haben wir schon eins? Also mal so, mit den Regeneffekten, es ist schon nice gemacht. Man muss nur genau hinschauen. Nebeleffekt ist auch nice gemacht. Ebenso finde ich genial, dass die Geräusche wirklich... so sind, wie sie sein sollen. Also sprich, du bist im Gebäude drin, klingt es ein bisschen dumpfer und so weiter und so weiter. So wünsche ich mir das bei manch anderen Games auch. Ne? Also hier, wenn ich jetzt rausgehe, wird es wieder... Zack. Wenn ich hier rausgehe, reingehe, ist wieder nichts. Da vorne ist ein Typ. Der klaut auf Autos. Wie auch immer. Das ist PvE-Server, von daher... Scheiß der Hund drauf. Da hinten ist auf jeden Fall eine glühende Tonne, wie es aussieht. Da steht auch wieder einer. Gott, ich finde es ja nur lootende Leute. Ist ja Wahnsinn. Ich meine, okay, PvE-Server halt, ne? Oh, hier der Boden. Jetzt sieht man auch, dass der Boden glänzt, also nass ist. Hier. Hast du richtig geil gemacht.
Wenn wir diesen Kartenausschnitt letztens schon geguckt haben. Moin, moin, Vendetta, grüß dich. So, wo jetzt aber nicht angezeigt wird, ist, wo wir praktisch gerade stehen. War damals immer der Fall, da hat man hier so einen gelben Pfeil drin gehabt, wo steht man. Ist jetzt nicht mehr so. Jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Also sprich, ich denke, wir sind hier unten an dieser Zweigung. Wenn wir jetzt nach da gehen, komm mal zu Reach, wenn wir nach da gehen. Wir gehen einfach nach hier, komm nach links. Gucken wir einfach mal. Was haben wir da? Bist du ein Köter oder was? Oder bist du ein Reh? Ja, du bist ein Köter. Ah, ist natürlich super getroffen, ey. Ja, gut, ein Schuss down. Wooden Arrows haben wir wenigstens wieder aufgesammelt. Ja, wo ich auch mal wieder reingucken müsste, also letztens habt ihr das schon in der Gruppe gezockt, hier, Venom. DayZ, ne? Minzi, du hattest mich auch schon gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Ich war immer der Meinung, du meinst diese Modded-Version von Arma 2. Aber dem war nicht so. Du meintest wohl wirklich die Standalone. Gut, haben wir aneinander vorbeigeredet, weil die habe ich immer schon am Rechner gehabt, die Standalone, ne? Was ist denn mit dir? Was war das denn jetzt? Oh, jetzt ist der Nebel weg. Was ist das? Hast du eine tolle App? Ah ja, deine Soundboard-App. Ja, cool. Okay, es wird auch mal wieder normal. Also nicht nur neblig und so weiter. Cool, haben die ja einiges dran gemacht. Gucken wir, ob wir hier was im Auto haben. Ach, du meintest doch die Modded-Version. Ja, wie gesagt, mit der Modded, da hatte ich so meine Problemchen. Es lief nie so, wie es sollte. Deswegen so Abstand von der Modded-Version genommen. Was mich aber interessieren würde, sind diese ganzen Dinger wie Epoch und keine Ahnung was. Also gibt es schon feine, feine Sachen, was Arma 3 und DayZ halt angeht, ne? Ja, wie gesagt, es gibt noch einige andere Games, die mich so weit interessieren. Da gibt es einmal Borderlands 1 und The Pre-Sequel, ne, was ich noch so weit mal zocken möchte. Eins habe ich damals durchgezockt, das haben wir gesuchtet. Aber Pre-Sequel habe ich noch nicht einmal durch. Dann gibt es, wie gesagt, das Saints Row Get Out of Hell. Und. Also Games, da habe jetzt bei mir momentan gar nicht dran. Ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Updates ausfallen lassen, was Day, nicht DayZ, was 7 Days to Die angeht. Ne, also da ist schon wieder massig Neuerung gekommen. Da gibt es wohl jetzt auch so ein kleines, ja, wie sagt man dazu, Dirtbike. Ein kleines Motorrädchen, wo man mit umherfahren kann. Jawohl, bin ich ja nicht so alleine. Naja, wie gesagt, Borderlands Pre-Sequel habe ich mir damals geholt. Wir haben es kurz angefangen. Ja, also praktisch dieses Tutorial, was die Mondlandung angeht, gezockt. Und das war's. Das war's. Ich bin total der Borderlands-Fan. Aber, nun gut, Leute wollten es nicht mehr spielen. Und seitdem liegt es wieder brach. Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht, um Borderlands 2 zum Beispiel mal zu spielen. Allein um die Storyline zu schauen, ne? Also mir ging es da wirklich um die Story. War mal sehr interessant. Den Rest hat man sich in Let's Plays oder keine Ahnung was angeguckt. Wobei ich sagen muss, der zweite ist auch gar nicht so verkehrt. Der zweite, es wird schon wieder neblig. Das ist mir zu viel. Also wirklich too much, was das